So, hier. Das hätten wir hier schon mal erledigt. Hahaha. Heute habe ich es aber mit den Reimen. Na gut, das sieht doch gar nicht so blöd aus. Aber Monster werden wahrscheinlich trotzdem noch spawnen. Leider. Das lässt sich einfach nie verhindern. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde. Ich baue mich jetzt hier einfach mal ein bisschen herum. Bohrermäßig. Das wäre auch mal praktisch so ein Item. Das kann von mir aus sehr teuer sein. Aber das ist so der Bohrer. Und der kann dann... Aber gut, das gibt es mit dem More Explosives Mode, aber da muss man auch sprengen, wobei da geht eigentlich nichts schief. Also ich würde mir so ein Bohrer-Item vorstellen. Das nimmst du einfach in die Hand. Und dann kannst du da so ein großes Loch wie dieses hier ungefähr reinbohren. Ohne viel Arbeit. Obwohl, das ist ja eigentlich auch der Reiz daran, Minecraft zu spielen. Das stimmt eigentlich. Aber das wäre mal eine coole Mod eigentlich. Die Miners-Modifikation. Wo es eben dann so Tunnelbaugeräte mehr oder weniger dann gibt. Das wäre praktisch. Wobei, wozu gibt es denn diese ganzen Sprengmodi? Okay, so hier und der eine Block hier noch. Sehr schön. Dann hätten wir das auch. Ich glaube, das kleide ich dann gleich aus, bevor ich hier wieder raufspringen muss. Muss ich sowieso schon. Dann muss ich mich nicht raufbauen in extra Erdgerüst. Ich hoffe wirklich, man hört den Sturm im Hintergrund nicht. Der geht nämlich immer noch. Der wird dann wahrscheinlich erst, wenn alle schlafen, so richtig losgehen. Der Wind, das himmlische Kind. Oh, hier habe ich noch gar nicht ausgekleidet. Hier habe ich noch nicht mal abgebaut. Schande über mich. Bitte, ein Kübel Schande. Ich weiß ja nicht, ob sich schon irgendjemand vorstellen kann. Ich kann mir es gut vorstellen, dass sich schon jemand vorstellen kann, aber ich bin mir nicht sicher. Weil ich eben nicht weiß, wie gut ich baue. Oder auch nicht. Schon wieder zu viel gebaut. Ich glaube, das müsste dann auch reichen fürs erste Mal. Für das haben wir dann eigentlich schon... eh schon viel geleistet, obwohl ich mir es aufgeschrieben hätte als fixes Projekt. Ich dann aber schlussendlich am Anfang dann so viel gequatscht habe. So, und mit dem Block gehe ich dann das genau aus. Das finde ich toll. Hier kommt natürlich eine Fackel hin und hier. Dann wird ein Brot verspeist. So, hier jetzt. Ja, das passt dann genau. Hallo? Was mache ich denn hier schon wieder? Gut. Ich weiß nicht, ob ich das gleich noch... Ja, kann ich eigentlich auch gleich noch machen. Ist egal eigentlich, ich brauche nie noch mehr. So, und hier habe ich jetzt... Will ich eigentlich gar nicht mehr bauen. Bräuchte ich noch. Will ich aber jetzt ganz ehrlich nicht bauen, weil ich noch so viele habe auf Vorrat.
Das war natürlich besonders klug. So. Und ich glaube, dann baue ich gleich hier noch eins in die richtige Etage. Ohne Blamage. Sonst gibt es eine Bandage. Ja. Toll. Zielwasser. Immer wieder dieses Zielwasser. Es... Tut mir leid. So, Moment jetzt mal kurz. Ob das jetzt so stimmt, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, das müsst ihr jetzt hier abstimmen mit den Kerzen. Also mit den Kerzen. So, jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen. Okay. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen jetzt gerade. Ich glaube schon, dass ich die verwendet habe. Ich muss jetzt mal ganz kurz... Okay, das ist die Fackel. Ich kriege hier immer so einen Nervenkitzel, wenn ich hier rausgehe, auch nur für 5 Sekunden, um was zu craften. Ich habe immer diesen Adrenalinkick. Das ist beabsichtigt, keine Sorge. So, Moment. 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 Das passt dann perfekt. Ja. Aber ich glaube, das müsste dann wirklich so gewesen sein. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Mag schon sein, dass es so gewesen ist. Ich lasse es jetzt auf jeden Fall mal so. Wie ging das denn dann hier? War das genauso? Und jetzt muss ich generell auch hier nochmal schauen. Ah nee, stimmt. Jetzt weiß ich's wieder. Ich habe ja hier genau den Bauplan liegen. So. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ja, das müsste... Ja, genau, das passt so. So. Ja, genau. Genau so war das. Wobei ich mir hier nicht so sicher bin. Ich glaube aber, dass es hier auch so war. Ich baue schon wieder kompletten Bullshit, Leute. War das so eng? Naja gut, wie dem auch sei. Ich brauche jetzt tatsächlich nochmal ganz kurz. Das passt perfekt. Das passt ganz genau. So, und fertig. Jetzt kommen natürlich hierauf noch... sollten natürlich Fackeln kommen. So,
Das ist jetzt nur notbedürftig ausgeleuchtet da oben. Ich glaube, ich kletter wirklich nochmal hoch, ja. Natürlich, was bleibt mir denn anderes übrig? Um zu vermeiden, dass wir hier irgendwie während den Bauarbeiten von einem herabfallenden Creeper in die Luft gejagt werden, werden hier Fackeln gesetzt. So. Und Leute, ich muss euch... Ich weiß nicht, ob ich euch damit enttäusche, aber... wir sind... fertig für diese Aufnahme. Also natürlich noch nicht ganz, aber... ein bisschen Zeit bleibt uns noch. Aber ich muss das dann genau pünktlich abschließen. Was heißt hier pünktlich abschließen? Ich rede schon wieder so viel. Quark. Bist du des Wahnsinns, du verdammte alte Scheißhexe. Langsamkeit und Vergiftung. Aber dafür haben wir 3 Zucker. Wenn ich jetzt sterbe, dann war's das. Erst noch was futtern. Jetzt bräuchte ich einen Goldapfel. Das ist jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit. Entweder es geht sich genau aus. Nochmal ganz kurz zum Schluss, was Spannendes. Entweder es geht sich genau aus, dass wir überleben, oder ich werde total verrecken. Puh, knapp. Knappe Kiste. Nochmal was Spannendes wegen dieser verkackten Scheißhexe. Ich hasse die. Und ich werde jetzt nochmal kurz historisch. Natürlich kannten wir die auch vom Battle-Projekt, nur waren es da 2 Hexen und es waren 3,5 Herzen. Okay, na gut, wir haben immerhin 3 Zucker abgestaubt. 51 Level. Wie viel Erfahrung das ist, keine Ahnung, wie viel 1000 Erfahrung das ist. Na gut, ich wage jetzt einen Blick nach draußen. Ja. Ich renne einfach kurz rauf. Zischping. Nee, da ist der Bogenschütze. Ja, von da sieht es jetzt noch nicht so gut aus. Aber wobei, ich habe ja noch Zeit, ganz kurz. Hexen sind auch keine in der Nähe. Ich weiß nicht, ob man es jetzt besser erkennt. Ich bin eben, wie gesagt, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob euch das gefällt. Keine Ahnung, ob ihr es erkennen könnt. Und keine Ahnung, ob ihr es weiter so geheimtourisch wollt. Hier ist nichts mehr drin, okay. Gut. Dann sind wir jetzt wirklich fertig. Die Crafting Box darf ruhig draußen stehen bleiben. Die ist schon alt genug. Wir genießen nochmal den Sonnenaufgang gemeinsam. Betrachten unser Werk. Ja, ich betrachte es nochmal ganz kurz. Jo. Wir haben gute Arbeit geleistet, auch wenn man ein bisschen was... Also eigentlich das meiste von der Arbeit nicht sehen kann. Das heißt, die gute halbe Stunde, wo wir gequatscht haben über gewisse Themen mit Posten und so. Und das im Untergeschoss erreicht haben. Wo ich jetzt schlussendlich auch nochmal hingehen werde. Ja. Und lass mich schauen, ich glaube, ich werde es dabei lassen dann. Das heißt, sieht ungefährlich aus. Zucker klatsche ich nicht hier rein, sondern... Ah, okay, wir hatten sogar schon welchen.
Das finde ich sehr toll. Ja, die haben wir auch auf jeden Fall auch nochmal ausgefüllt. Ich weiß nicht, soll ich nochmal eine Rundtour machen? Nee. Dann kommt das hier auch nochmal rein. Das kommt hier extra vorübergehend rein, damit wir wissen, was wir gleich fürs nächste Mal brauchen. Da wird das natürlich alles fortgesetzt. Keine Sorge. Die Hacke, die lasse ich jetzt wirklich drin. Nee, eine Abschließerntung machen wir jetzt nicht. Die gibt's das nächste Mal. Ich bin eh schon überzeitlich.